Guetzli und Magenbrot und so Zeug. Hase, Osterhase. Ostertaube. Ich habe jetzt letztens eins gegessen, ist so klein. Die Osterküchli zum Beispiel. Also die typischen Osterbackwaren sind Ostertauben, Biskuithasen, Osterkuchen oder Zopfhasen, welche gut zu Ostern passen und auch viel gekauft werden. Natürlich der Osterkuchen. Das ist natürlich etwas, das ich früher selber gemacht habe. Nein, nur Schoki, ja. Das ist Ostern für mich. Also natürlich Schokihase. Hefegebäck zu Ostern, aber vorwiegend der Osterkuchen. Weshalb man an Ostern Osterngebäck macht, das ist meiner Meinung nach liegt das in der christlichen Vergangenheit und dem Osterfest. Jedes christliche Fest hat seine speziellen Gebäcke, die man dann für die Feier isst. Die beliebtesten Confiserie-Backwaren Ostern sind natürlich die Osterhasen von klein bis groß mit jedem Outfit und natürlich dann die gefüllten Praline-Eier und die Osterkuchen. Normalerweise kaufe ich sie, aber so vielleicht über Ostern mache ich ab und zu selber einen Zopf. Also bei meinen Kindern zum Beispiel stelle ich fest, dass sie wieder viel mehr selber backen als noch vor 10, 15 Jahren. Ich glaube, der Trend ist schon ein bisschen so zum selber machen. Wenn ich backe, dann mache ich es schon selber. Der Trend der Backwaren in diesem Frühjahr geht hin zu Cupcakes, Cookies, Muffins. Aber speziell auf Ostern kommen dann die traditionellen Gebäcke wieder mehr im Vordergrund.